Ich weiß halt nicht, ist das jetzt gut oder ist das nicht so gut, was ich hier mache? Scheiße. Wir wurden entdeckt. Ja, das war's mit dem Überraschungseffekt. Wir müssen die mit dem Kopf. Ja, moin. Oh Mist. Lena, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir einfach nicht hier drin rumrennen würdest. Nicht gesehen. Aua. Oh mein Gott. Solange keiner auf mich schießt, kriege ich das hin. Aua. Wenn ich nicht abgelenkt bin. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, ob ich jemanden erwischt habe. Jetzt. Hi. Halt ihn los. Läuft doch. Oh Mist! Oh Leute, echt jetzt? Jetzt bleibt er wieder da hängen. Ich krieg die Krise. Oh, wir haben es geschafft. Ich sollte einfach nicht probieren, sneaky zu sein. Ich sollte einfach durchrushen. Das ist viel effizienter. Das ist viel, viel effizienter. Folge mir ist immer eine super Aussage, wenn man selber keine Ahnung hat, wo es hingeht. Hier irgendwo? Hier hoch? Wir sind fast da. Ja, das sieht doch gut aus. Geschafft.
Sind auf schwer eigentlich auch mehr Gegner oder ist die KI nur schwerer? Ich meine, es sind vielleicht ein paar mehr Gegner. Sie halten auf jeden Fall wesentlich mehr aus und du stirbst schneller. Also du hältst weniger aus, die halten mehr aus. Das ist so eher das Problem. Aber ob das jetzt mehr Gegner sind, boah, schwer zu sagen. Ich habe das letzte Mal halt 2017 oder so gespielt. Hast du deinen Spaß? Absolut, Chris. Sieht aus, als hätten wir es. Absolut, Chris. Ja. Es ist wunderbar. Also ich glaube 2017, 2018 oder so habe ich das letzte Mal gespielt. Ist schon ein bisschen her. Deswegen kann ich das nicht sagen. Hey, was zum... Das ist so geil. Hast du? Elena, hör zu. Oh, verdammt, ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein, bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Aber sie war doch nur eine 4. Nimm dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Sie war doch nur eine 4. Clowns sind viel schlimmer, haben wir gelernt. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Ah, dieser ikonische Blick. So schön. What? Aua. Das ist nicht nett. Ich finde es geil, ein Spiel nach ein paar Jahren nochmal auszupacken und dann nochmal zu spielen. Auf jeden Fall. Das haben wir vor kurzem auch mit Final Fantasy 15 gemacht. Das haben wir jetzt gerade mit Uncharted. Und ich liebe das auch. Also einfach so nach dem, nicht mal nach ein paar Monaten, sondern wirklich so nach 1, 2 Jahren oder so sich das ganze Spiel einfach nochmal antun. Weil du weißt ja noch ungefähr, was passiert ist, aber halt nicht zu 100%. Und dann das ganze Spiel einfach nochmal zu erleben und vielleicht sogar an den gleichen Stellen oder so einen Struggle zu haben, ist mega geil. Oder es halt dann einfach auf einem Schwierigkeitsgrad zu spielen. Ja, hi! Was machst denn du hier? Déjà-vu. Nur war es damals ein Zug und kein Flugzeug. Es ist ein fucking Flugzeug. Was hat er vor? Okay, ich weiß, was er vorhat, aber was hat er vor? Willkommen bei Air Drake. Es geht bei mir leider nicht, weil ich mir jeden Scheiß aus Games merke. Aber trotzdem kann man ja hin und wieder mal ein altes Spiel wieder rauskramen. Machst du doch auch mit Monster Hunter. Und jetzt sag nicht das Nee, ne? Hi, wir sind blinder Passagier. Ja,
Nee, genau sowas meine ich halt. Ich habe zum Beispiel jetzt bei Final Fantasy 15 auch viel, viel mehr gemacht als beim ersten Mal durchspielen. Also ich habe alle Nebenquests gemacht. Ich habe viel mehr gesammelt. Wir hatten sogar am Ende alle Königsschwerter oder Königswaffen. Während ich beim ersten Mal durchspielen irgendwie 7 hatte von 13. Oh, oh. Hi. Ja, schon, aber was daraus vergessen ist mein Problem. Ja, aber es macht ja trotzdem Spaß. Ich finde, selbst wenn man es noch weiß, macht es trotzdem Spaß. Ja, ihr seid doch bescheuert. Also ikonische Szenen, ne? Die vergisst man auch nicht so leicht. Das ist einfach so. Wie das hier zum Beispiel. Das werde ich auch nie vergessen. Das ist so der... Das ist so die Szene, finde ich, für mich persönlich. Neben dir mit dem Schiff. Aber das eher, weil ich da richtig Probleme jedes Mal habe. Ja, genau. Los. Abwerfen. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mit Air Drake geflogen sind. Oh, oh. Nein, 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 nein. Au. Fick die Henne. Déjà vu? Ein bisschen vielleicht. Aber wie schon gesagt, das war damals ein Zug. Aua. Nein, ach komm. Drake. Die Sprüche mega. Ich liebe die Dialoge in Uncharted. Die sind einfach absolut geil. Oh, das ist so eine Scheiße. Ich sehe halt nichts. Allein diese Kamerafahrt ist so Hammer. Ach Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, ob das so Gott sei Dank ist. Er überlebt dies. Ja. Es gibt Spiele, die haben
Somewhere wieder Spielwert. Wie Uncharted, Last of Us. Ja, ja, ja. Es gibt einfach so ein paar Spiele, die kann man immer wieder rausholen. Die sind immer wieder geil. Und dann gibt es Spiele, die spielst du einmal und denkst so, ja, war gut. Ja, ist doch geil. Mitten in der Wüste. Ne, also, easy. Ist ja nicht so, dass wir wohlgemerkt gestern noch mitten auf dem Meer waren, auf einem Schiffsfriedhof. Wohin geht's? Erstmal zum Wrack, würde ich sagen, und gucken. Okay. Zum Wrack, mal sehen, was ich finden kann. Ja. Yep. Vielleicht etwas Wasser. Vielleicht etwas Wasser. Das wäre ganz praktisch. Scheiße. Oh, das war auch so eine Kackszene. Aber ikonisch. Das ist so eigentlich das, womit das Spiel auch geworben hat, ne? Und das kommt erst so spät. Okay, das hätte aus Borderlands sein können. So ein geiles Bild. Oh Gott. Oh Gott, es ist einfach so ein geiles Bild. Und jetzt so Uncharted 3. Großartig. Hm. Dann mal los. Ja, dann mal los, ne? Ach, böses Katzi ist ja schon weg. Ah, oh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Schnieke wird Horne durch Bilder. Dazu sage ich jetzt nichts. Wir sollten laufen, ne? Ja. Nur stehen ist auch scheiße. Dann laufen wir in die Richtung. Scheiße, die Wand. Ja, es ist halt fucking 9 Jahre alt, ne? Und es sieht so gut aus. Jetzt ist das zwar auch HD remastered, aber trotzdem, es sieht einfach so fucking gut aus. Auch auf der PlayStation 3 sieht es einfach so gut aus. Ja. Super Musik, wenn man arbeiten muss, finde ich. Es ist hier halt auch völlig egal, wo du hingehst, ne? Es ist einfach so krass. Du kannst die Kamera auch nicht drehen, das ist halt alles... absolut inszeniert, aber on point. Absolut on point. Es ist so geil. Wir sterben, aber es ist so geil. Es ist ein geiler Tod. Ich gehe mit Geralt mal ein paar... Mach das, viel Erfolg. Grüß Geralt. Oh, 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 da hinten ist was. Oh, 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 das könnte was sein. Ja. Yep. Okay. Ja, Fata Morgana. Ja, das ist bestimmt keine Fata Morgana. Guck dir das an. Lass er finden. Das ist bestimmt keine Fata Morgana. Wasser wäre wirklich gut. Siehst du, es ist keine Fata Morgana, das ist ein Brunnen. Gott sei Dank. Egal, ob kalt oder warm. Hauptsache Wasser. Oh nein. Verdammt. Oh, Mist. Ach.
Scherz sein. Hm. Leider nein. Hätte er mal zur Navy gehen sollen, ja. Jetzt wird es sehr, sehr kalt, ja. Und jetzt ist wieder sehr, sehr warm. Das ist nicht so gut für einen Kreislauf, ne? Oh mein Gott, davon ist Sully. Nein. Drake, du bist nicht... Aber... Gibt es in der Wüste Schätze? Das wäre mies. Ich glaube nicht, weil es ist auch vollkommen egal, in welche Richtung du gehst. Also du musst so ein paar Punkte einfach erreichen, wie zum Beispiel dieses kleine Glücksmomentchen. Nein, das ist keine Fata Morgana, das ist bestimmt echt. Der Teil, der ist halt so krass. Wenn man welche sich überlegt. Wurzeln klammern hier? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Was? Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke oh von nein, Bildern. Oh nein, wir sind im Kreis gelaufen. Der Brunnen. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Fuck, wir sind im Kreis gelaufen. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Wir sind im Kreis gelaufen. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Scheiße. Verdammt, Nate. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Aber erst dieses Drogending, jetzt halt hier. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Mit der Wüste und so. Es ist halt so geil in den Schatten unter dem roten Felsen. Schatten. Nur ein bisschen Schatten. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Skorpion. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Ja, es ist bewölkt, wir sehen noch nicht mal was. Nur kurz. Nein. Sully? Nate! Er überlebt dies. Ja. Ist halt hart. Aua. Hart im Leben, ne? Komm schon, los deine Hand.
habe dich überall gesucht. Ich habe dich gesucht. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Glaube ich. Sally? Sally? Okay, wir müssen weiter. Einfach weiter. Einsamkeit und so, das ist so geil gemacht. Sally! Ist Geschäft. Sally! Hier wächst doch was, hier ist bestimmt Wasser. So ein Glück. Es ist ein Dorf. Lauf, Nate! Es ist ein Dorf. Dort kann man uns bestimmt helfen. Mhm. Bestimmt. Ganz sicher. Und das ist keine Fata Morgana. Nein! Das ist bestimmt nicht. Nein. Aber schon vor Ewigkeiten verlassen. Natürlich. Komm ich nicht durch. Das ist ein anderer Weg. Vielleicht hier lang. Lawrence von Arabien? Mhm. Ja, wir sind hier auf den Spuren von T.E. Lawrence. Also ja, passt schon. Haben wir schon Wasser gefunden und es ist nicht trinkbar. Fuck. Okay, nicht aufgehen. Nein. Nicht trinkbar. Hauptsache das, ja. Das bringt dich aber trotzdem nicht weiter. Du musst es was Nützliches geben. Oh. Oh, Scheiße. Es ist Drake. Ja, lol. Also mitten in der Wüste. Oh, der Knarre. Oh, Scheiße. Okay, nochmal. Geh weg, ich habe Durst. Also, hau ab. Aua, 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 aua. Oh, Leute. Ah.
Hauptsache das, ja. Ich mache noch mal ganz kurz eine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Ich mache euch wieder Musik an. Ich brauche noch mal eben eine Pause. Ansonsten, das wird nichts.